Also ich habe mal eben angehalten, weil ich dir etwas weitergeben wollte, was mir aufgefallen ist. Und zwar, ja, wir Glaubensgeschwister unterschiedliche Ausprägungen. Wir sind gar nicht so unterschiedlich, wie wir das immer meinen. Eigentlich ist die Einheit schon da. Eigentlich gehen wir schon in eins. Und zwar ist mir das daran aufgefallen, weil wir sind ja auch unterwegs auf der Straße, ne, und beten für die Kranken auf der Straße, erwarten Heilungen, Zeichen und Wunder. Und ich weiß, dass andere sagen, das ist zu heilungslastig, das ist vielleicht auch ein bisschen zu spektakulär, da fehlt doch das Wort, weil es nicht so im Vordergrund steht. Und wir wiederum oder andere, die genauso unterwegs sind wie wir, die meinen dann vielleicht zu den Geschwistern, die sich in die Straßen stellen und Bibeln und Traktate verteilen und weniger beten, das kann es doch auch nicht sein. Da ist doch zu viel Wort. Das Königreich Jesu ist doch in Wort und Kraft. Wir sollen das doch demonstrieren. Jesus sagt doch, erzählt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen und betet für die Kranken, zeigt, dass das Königreich hier ist. Und mir ist aufgefallen, Königreich in Wort und Kraft ist da, wenn wir beide gehen. Wir sind eins, wir sind ein Leib. Die einen gehen und verteilen Bibel und Traktate, Wort. Die anderen beten für Heilung, erwarten Zeichen und Wunder, Kraft. Königreich Jesu, Wort und Kraft. Es ist da. Halleluja. Ich hoffe, du kannst das auch so sehen. Ich würde mir das so wünschen, wenn wir diese Einheit sehen, wenn wir uns stehen lassen können. Weil ich bin so sicher, dass Jesus hat das im Griff. Er schickt genau die Menschen, die eine bestimmte Art und Form von Ansprache brauchen, in die Hände von genau den richtigen Glaubensgeschwistern, genau den richtigen Arbeitern in seinem Königreich. Denn Jesus hat das alles im Griff, er braucht alle, wir sind alle für Jesus unterwegs und dann ist doch alles gut. Lass uns Einheit sehen, wir sind schon gemeinsam unterwegs. Halleluja, seid gesegnet und jetzt muss ich weiterfahren. Tschüss!